Vekoma Guestdauer-Intermin hast du alles schon mal gehört, doch weißt eigentlich gar nicht, was das alles heißt? Dann möchte ich mit diesem Video etwas Licht ins Dunkle bringen. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu der allerersten Folge von Theme Park Basics. Dieses Format richtet sich an alle Leute da draußen, die gerade erst mit dem Thema eingestiegen sind, mit dem Thema Freizeitpark und noch gar nicht so viel Wissen haben wie vielleicht manche andere, die schon länger in der ganzen Szene drin sind. Und mit diesem Video möchte ich euch heute mal bei dem ersten Schritt helfen und euch die 5 der größten Achterbahnhersteller dieser Welt vorstellen. Viel Spaß! Fangen wir direkt mal an mit der Nummer 1 und zwar ist das Vekoma. Vekoma ist eine niederländische Achterbahn- und Freizeitparkhersteller, welcher 1926 gegründet wurde von Henrik Opheth Welt. Vekoma stellte anfangs auch nur landwirtschaftliche Geräte her und ist dann anschließend 1967 in die Freizeitparkindustrie eingestiegen mit dem Bau eines Riesenrads. Vekoma hat ihren größten Teil der Fahrgeschäfte in Europa und Asien und ist in Amerika eher weniger vertreten. 2018 dann wurde Vekoma außerdem von der Sunside Technologies übernommen. Und die neueste Achterbahn aus dem Hause Vekoma trägt den Namen Phoenix und steht im Farum Sommerland in Dänemark. Kommen wir zu dem ersten Achterbahnhersteller aus Deutschland, nämlich Gerslauer, welchen ihren Sitz in dem bayerischen Münsterhausen hat. Gerslauer wurde von Hubert Gerslauer 1982 gegründet, welcher ein ehemaliger Mitarbeiter von Schwarzkopf, einem damaligen Achterbahnhersteller, war. Nach einem Konkurs 1992 mit Schwarzkopf konnte Hubert Gerslauer einige Produktionshallen der Firma erwerben und hat anschließend seine eigene Achterbahnfirma eröffnet. Im März 2007 wurde dann der Name zu dem auch heute noch bekannten Gerslauer Amusement Rides umbenannt. Ein Wunderland für alle Gerslauer-Fans da draußen ist natürlich der Hansapark in Sülksdorf, denn hier haben die sich gleich ganze 3 Achterbahnen von Gerslauer hingestellt, unter anderem Kernan, Flucht von Novgorod und die Schlange von Midgard, aber auch in anderen Parks, wie zum Beispiel in Erlebzack, Trips Drill, stehen eine Achterbahn von Gerslauer, in dem Fall Karacho. Auf der Nummer 3 steht Intermin Amusement Rides. Dieses Unternehmen wurde 1967 gegründet von den Brüdern Robert und Reinhold Spieldiener sowie von Alfons Seiko. Anfangs hat Intermin viel mit Schweizer Herstellern von Skiliften gearbeitet. Und 1979 hat Intermin dann ihre erste Achterbahn, den Wilderness Run, im Cedar Point eröffnet. Heutzutage hat Intermin ein umfangreiches Repertoire zu bieten, nicht nur von Achterbahnen, sondern auch von Wasserbahnen und noch ganz vielen anderen Fahrgeschäften. Die bekanntesten Beispiele davon sind zum Beispiel Expedition GeForce, Chiapas, Taron im Phantasialand oder Colossus im Heidepark. Einer der wahrscheinlich bekanntesten und auch ältesten Achterbahnfirmen ist Mack Rides. Dieser ist auch ein deutscher Achterbahnhersteller und wurde 1780 gegründet von Paul Mack. 1920 dann stieg das ehemalige Heinrich Mack GmbH in die Freizeitparkindustrie ein und eröffnete dann 1975 den Europapark in Rust, welcher heutzutage der größte Freizeitpark Deutschlands ist. 2005 dann wurde die damalige Heinrich Mack GmbH in das heutige Mack Rides umbenannt. Einige der bekanntesten Achterbahntypen von Mack Rides sind zum Beispiel der Powered Coaster oder der Launch Coaster oder auch die Wildwasserbahn. Zum Beispiel der Gordon Blitz im Heidepark, Helix im schwedischen Liseberg, Star Trek Operation Enterprise im Moviepark oder auch der Ride to Happiness im Plopsaland de Panne und natürlich auch alle Achterbahnen bis auf Silverstar im Europapark. Ein außerdem sehr großer Achterbahn- und Attraktionshersteller ist Bolliger und Mabillard. Diesen hört man aber auch kurz unter B&M. Walter Bolliger und Claude Mabillard gründeten 1988 ihre eigene Achterbahnschmiede. Im Laufe der Jahre haben sie viele heute bekannte Achterbahntypen erfunden, zum Beispiel den Inverted Coaster, Flawless Coaster, Wing Coaster oder auch den Dive Coaster. B&M ist außerdem hauptsächlich in den USA vertreten und es gibt eher weniger Achterbahnmodelle in Europa zu finden. Trotzdem, um einige Beispiele aus Deutschland zu nennen, sind die Black Mamba, ein Inverted Coaster aus dem Phantasialand, Silverstar im Europapark oder Krake und Flug der Dämonen im Heidepark Resort. Ich hoffe, ich konnte euch Anfänger da draußen ein bisschen Licht ins Dunkle bringen mit diesem Video. Wenn ihr noch weitere Ideen für dieses Format habt, was ihr gerne noch alles wissen wollt, dann schreibt das doch gerne in die Kommentare und dann setze ich das auch direkt beim nächsten Mal um.
Falls ihr noch mehr aus dem Heidepark-Resort sehen wollt, dann klickt doch gerne hier links im Bild. Da seht ihr alle Neuheiten des Jahres 2022. Und jetzt wünsche ich euch noch einen traumhaften Tag und bis bald.